Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal bei Samen Andreas in der Tönniesgasse in Frankfurt. Ich grüße euch. Ich möchte euch heute etwas über das Düngen erzählen. Düngen, ja, was ist das? Stickstoff, Phosphor, Kali. So besagt es die Regel nach Liebig. Liebig, das war ein schlauer Mann aus, ich glaube, Gießen kam der her. Der hat gesagt, dass eine Pflanze nur so gut wachsen kann, wie der geringste Nährstoff im Boden es zulässt. Das heißt, wenn kein Stickstoff da ist, wächst die Pflanze nicht. Wenn kein Kali da ist, wächst die Pflanze nicht. Alles muss im perfekten Verhältnis vorhanden sein, damit die Pflanze optimal wachsen kann. Heute stelle ich euch viele verschiedene Dünger vor, was man damit machen kann und was das Optimum dann im Endeffekt ist. Pflanzen brauchen Licht, Luft und Wasser, um zu wachsen. Aber eben auch Dünger. Dünger bedeutet Stickstoff fürs Wachstum, Phosphor für die Blütenbildung und Kali für die Struktur und Blattfestigkeit und auch um Düngerstoffe im Winter einzulagern. Dementsprechend hat ein Herbstrasendünger einen wahnsinnig hohen Kalianteil, ein Blühdünger einen hohen Phosphoranteil, hier sehen wir das gerade mal, der hat also einen Blühanteil von 20%, das ist unfassbar viel im Verhältnis zu den ausgeglichenen Düngern. Und ein Wachstumsdünger hat natürlich einen hohen Stickstoffanteil. Wenn man Pflanzen optimal düngen will, sollte man für jede Pflanze die richtigen Verhältnisse ausfinden, nachlesen oder eben entsprechend die Dünger kaufen. Ein Kakteendünger ist anders zusammengesetzt als ein Universaldünger oder ein Orchideendünger. Es gibt neben den flüssigen Düngemitteln auch granulierte. Hier sehen wir zum Beispiel Manalong. Manalong ist ein Granulat, was sich auf die Erde gestreut wird und da ganz, ganz, ganz langsam auflöst. Das heißt, dieser Dünger hält 3 Monate, wenn ich ihn auf die Erde gestreut habe, ohne und gibt permanent seine Düngemittel ab. Hier haben wir einen kotierten Dünger. Das sind Osmokote-Tabletten. Osmokote ist mit Kunststoff ummantelt, kotiert. Ich zeige Ihnen nochmal hier ein bisschen besser. Und hier als Tablette gepresst, den gibt es auch lose als Kügelchen. Diese Dünger geben die Wirkstoffe nur ab, wenn es feucht ist. Das heißt, hiermit kann ich bis zu 6 oder in großen Portionen 9 Monate meine Pflanzen düngen, wenn ich die Kegel reinstopfe. Aber Pflanzen brauchen neben diesem Stickstoff, Phosphor und Kali auch andere Dünger. Zum Beispiel Eisen, Schwefel für die Aufnahme von Stickstoff und so. Und dafür gibt es dann spezielle Spurenelemente-Dünger. Das ist in einem guten Universaldünger immer mit drin, aber wir verkaufen das natürlich auch extra hier im Laden, weil andere Pflanzen manchmal auch ein bisschen gepimpt werden müssen. Alle diese Dünger könnt ihr bei mir käuflich erwerben, im Online-Shop oder im Laden. Ich bin 6 Tage die Woche hier hinter meiner Theke in meinem kleinen Laden in Frankfurt in der Innenstadt und hoffe, euch begrüßen zu dürfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, subscribt meinen Kanal oder liked meinen Video und folgt mir auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, whatever. Wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Video. Mal gucken, was mir dann einfällt. Bis dann, macht's gut. Tschüss.